Hallo und willkommen zurück zu Amnesia The Dark Descent. Wir befinden uns hier immer noch in der Raffinerie, wo es irgendwie nicht so mit rechten Dingen zugeht. Was haben wir denn hier? Kann man nicht das da rausnehmen? Dann stelle ich mich hier mal rauf. Geht nicht. Oh Gott, man hört kleine Kinder. Das lasse ich dann mal besser verriegelt, glaube ich. Cool. Ich drücke keine Taste da. Jetzt. Wo war das hier? Komme ich da an? Jetzt. Wie geht's uns? Besser zumindest. Komm her. Okay. Dann dürfte jetzt hier die Falltür auf sein, aber ich weiß nicht, ob ich da rein möchte. Komm, wir sind mutig. Aua. Ich glaube, das war nicht so gut. Eine Wunde blutet ziemlich stark. Aber ich nehme keinen Laudanum, einfach weil ich es kann. Erholt er sich auch wieder oder ist das jetzt die ganze Zeit so in so einem Rotschimmer? So Rotlichtmilieu-mäßig. Was geht? Überall Kaugummi. Was ist das hier? Kellerarchive. Er brach durch die Oberfläche. Das Wasser des dunklen Atlantiks nahm ihm die Luft, als er versuchte, die Situation zu begreifen. Okay. Was ist nun los? Da ist was im Wasser. Und es plätschert um mich rum. Du Scheiße. Wo ist das hin? Wow, fuck, ey. Diese Musik dazu, ne? Ich höre es nur plätschern. Da hinten? Kann ich die? Ich sehe nichts. Das ist das Lustige daran. Wo ist er? Da ist er, hinter mir direkt. Na, mein Freund. Oh Gott. Oh, scheiß die Wand an. Jetzt kann man sich dieses schöne Kaugummi-Scheiß mal ein bisschen von nahem angucken. Wow, wow, hallo. Na, mein Freund? Bin ich überhaupt in die richtige Richtung? Ne, ich glaube, ich bin hier voll. Boah, kann man das Vieh nicht irgendwie ablenken? Oh, Mann. Weiß auch nie, wo es ist, weil es immer untertaucht. Dieses Arschkind. Komm, lass uns ein bisschen zusammen planschen, gell, mein Freund? So weit muss ich? Wollt ihr mich verarschen? Ja, ja, sei mal still. Ich möchte kein Schaumbad mit dir nehmen. Du bist nicht meine Traum-Barbie. Vergiss es mal bitte. So, da haben wir es geschafft. Sind wir schon mal hier. Kommt man hier weiter? Oder muss man da lang? Ich bin mir unschlüssig, wenn ich ehrlich bin. Ich habe keine Ahnung. Wow, ganz schlecht. Hallo, mein Freund. Irgendwie sieht das lustig aus.
Ich möchte mir eigentlich gerne mal eine Kiste nehmen, so. Komme ich dann überhaupt weiter? Ich kann das nicht erkennen. Nee, ich befürchte nicht. Ich befürchte, ich muss hier rein, oder? Ja, komm. Ich möchte immer noch kein Schaumbad mit dir nehmen. Na. So, jetzt bin ich wieder drauf. Kann ich mir die nicht nehmen? Ich möchte die hier gerne weghaben. Die Kiste so. Und mir da einen Weg bauen oder sowas. Oder kommt man hinten weiter? Ich habe echt keine Ahnung. Naja, nervt man nicht. Da hinten kann man weiter. Das, da kann man nach links. Wow, wow. Scheiße, es hat mich erwischt. Verdammte Axt. Na, wie sieht's aus? Kaum bei Bewusstsein. Ja. Aber ich werde dazu kein Laudanum dafür verschwenden, weil wenn es mich noch einmal erwischt, bin ich eh Geschichte und es ist dann halt so. Buh. Puh, ich weiß nicht, wie man das machen soll. Rennen. So, da haben wir es. Da sind wir. Da ist eine Tür. Ich sehe kaum noch was, weil mein Blick rot ist. Alles eingefärbt irgendwie. Ich meine, gut, der ist schwer verletzt. Enorm schwer. Ist kein Wunder, dass er jetzt hier nicht klarkommt, der Gute. Ganz unruhig, mein Freund. Okay. Kann man sich da vorne rausstellen? Das ist jetzt die Frage. Aber es ist auf jeden Fall eine Tür. So viel steht schon mal fest. Oh Mann. Ekliges Vieh. Ein schweres Tor. Mementos. Das Tor ist zu schwer. Es muss einen Öffnungsmechanismus geben. Okay. Kann man irgendwas drehen oder so? Kann man die Kisten hier mal wegpacken oder so? Sieht nicht so aus. Ich habe keine Ahnung. Es muss einen Öffnungsmechanismus geben. Ich kann die Kisten ja aber auch nicht fassen irgendwie. Ich kann die nicht verschieben oder irgendwas damit tun. Was damit machen so, es geht nicht. Oh, mein Zustand hat sich ja sogar gebessert. Das finde ich ja lustig. Erst blutet es wie Sau und wir sind kaum bei Bewusstsein und hast du nicht gesehen, jetzt sind es nur noch blaue Flecken. Okay, aber wenigstens ist es hell genug so. Zimmerwurz. Wie komme ich denn hier weiter jetzt? Bringt mir auch nichts, ne? Aber da hinten ist noch so ein Viech. Aber ich habe schon wieder Hunger wie Sau. Was mache ich denn jetzt? Ich meine, ihr wisst, Hunger und so ist schon nicht so cool. Muss ich wohl doch da hinten in diese eine Dings rein und gucken, ob da irgendwie ein Mechanismus ist, den ich... War er da?
Oh lol, ich bin genau auf ihn raufgesprungen. Sonst scheiß. Ja, ich wollte mit dir Hopper-Bereiter spielen. Tut mir leid, ich habe dich nicht gesehen. Alles ein bisschen im Rotlicht genießen. Ja, mein Freund. Hallo, Schatzi, Batzi. Lass uns später fangen spielen, ja? Nicht jetzt. Riechst du mich? Siehst du mich? Ich verstehe es nicht. Jetzt müssen wir ein bisschen was vom Abfluss irgendwie. Keine Ahnung. Ja, Leute, ich habe aber ehrlich jetzt ein bisschen zu viel Hunger, um hier jetzt einfach weiterzumachen. Boah. Das Lustige daran ist, ich lebe immer noch. Aber ich möchte jetzt ja auch nicht weitergehen, weil wie gesagt, ich habe Hunger wie Sau. Ich möchte mir jetzt meine Kartoffeltaschen fertig machen. Die haben mich übelst Bock. Und jetzt hör doch mal auf, meinen Geschmack so in den Dreck zu ziehen, du oldes Monster. Nicht so umherröcheln. Mann, du kriegst auch was. Aber nicht von mir, okay? Wir machen einen Deal. Und hinterher baden wir zusammen, okay, Schatzi? Gut, weil ich mal wieder Hunger habe, wie nichts Gutes, sag ich erst einmal, das war's mit dem Nische für den Augenblick. Und, tschüss mit Ö. Und tschüdelü.